Hallo Steinborg und herzlich willkommen zum Monatsausblick für den September. Wir werden mal allgemein reingucken, heute auch mal ohne die einzelnen Dekaden und schauen einfach mal, was so für den einen oder anderen Steinborg hier im September wichtig ist als Impuls. Und wir haben schon mal die Liebenden und eine Belastung in Sachen Liebe möglicherweise. Es kann aber auch sein, dass es hier darum geht, jetzt Entscheidungen mit dem Herzen zu treffen, um einfach auch Belastungen rauszunehmen. Irgendwo ist hier eine Anstrengung, die möchte gerne gelöst werden. Allerdings geht es auch darum, in Sachen Liebe hier eine neue Lebensaufgabe zu tätigen, um eine Stufe aufzusteigen. Wichtig ist aber, nimm dir hier im September auch so ein bisschen die Last von den Schultern, damit du einfach auch den Kopf und auch das Herz frei hast für die Liebe. Auch das ist wichtig. Also Liebe, Verbundenheit spielt hier eine große Rolle. Und da hätten wir auch schon die Lernaufgabe mit dem Hierophanten liegen. Also, der Hierophant bekräftigt in dem Sinne schon meine erste Aussage. Nimm dir ein bisschen die Last von den Schultern, weil es in Sachen Liebe hier eine Lektion gibt. Unabhängig davon kann es natürlich auch sein, dass du dich jetzt in einer Angelegenheit weiterbilden möchtest im September und dementsprechend etwas meistern möchtest. Ja? Allerdings geht es hier auch ums Vertrauen. Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in deine eigenen Emotionen. Auch das bekräftigen hier schon die Liebenden. Und es geht auch darum zu erkennen, okay, wo gibt es jetzt hier neue Paradigmen, ja? Du bist so ein bisschen auf der Suche nach der Wahrheit, allerdings ist es dann wichtig, auch mit dem Herzen bei der Sache zu sein und vor allen Dingen auch hier Belastungen rauszunehmen, um einfach auch in Angelegenheiten Klarheit zu bekommen. Was kriegen wir noch für den Steinbock? Der Eremit hat sich auf den Kopf gedreht. Hier ist Isolation angesagt und auch die ewige Suche nach Heilung. Ja, Heilung passiert immer im Moment. Heilung passiert genau dann, wenn du feststellst, da ist eine Wunde, die muss noch geheilt werden, um die muss sich gekümmert werden. Du kannst nicht im Vorfeld suchen, nach Blockaden suchen, wenn du keinen Blick hast oder kein Gefühl hast, wo eine Blockade ist. Isolier dich hier nicht aus dem Leben im September, sondern finde auch wieder zurück ins Leben, ja. Sei nicht so hastig, so rastlos und täusch dich selbst. Hier ist eine Unwissenheit in einer Angelegenheit, okay, das ist aber auch gut so, ja. Der Weg wird sich schon offenbaren. Es ist ein bisschen wie durch den Nebel gehen. Du kannst zwar in dem Moment, wo du an einer Stelle stehst, nicht 100 Meter weit gucken, aber gehst du 100 Meter weiter, dann siehst du genau, was da Phase ist, siehst aber nicht, was ist in den nächsten 100 Metern. Also wirklich Schritt für Schritt für Schritt vorwärts gehen hier. Wir haben die 3 der Kelche. Also, hab Spaß im Leben. Hier ist der Freundeskreis drin gekennzeichnet. Hier sind Feierlichkeiten gekennzeichnet. Hier ist aber auch Dankbarkeit und Freude sowie auch Genesung gekennzeichnet. Auch das spielt eine Rolle, wenn es darum geht, jetzt wirklich einfach mal den Weg zu gehen. Geh diesen Weg, vertraue dir. Sei dir bewusst, dass du in dem Moment, wo eben auch Heilung passieren wird, Heilung passiert. Ja, vor allen Dingen, wenn es darum geht, hier mit dem Herzen bei der Sache zu sein. Was bekommen wir noch für den Steinbock im September, liebes Universum? Die 2 der Kelche, Heidewitzka. Hier ist Anziehung. Ja, hier möchten gerne Gefühle geklärt werden. Und hier geht es natürlich auch um Freundschaften, gar keine Frage, aber auch um die wichtige Begegnung. Das heißt, für den einen oder anderen Steinbock ist im September eine wichtige Begegnung. Die kann sogar schon da sein, jetzt aktuell, wo es letztendlich darum geht, dass eben auch die Gefühle geklärt werden wollen, wo einfach auch dingfest gemacht wird. Sind wir jetzt in einer Partnerschaft, ja oder nein? Ja. Für die anderen, die jetzt nicht auf die Liebe schauen, kann das ein beruflicher Aspekt sein. Ja, dass es darum geht, eine Herzensentscheidung jetzt zu folgen. Irgendeiner Angelegenheit, wo du wirklich Ambitionen drin hast
und dementsprechend natürlich einen Ausgleich hier erzielen kannst. Das geht aber auch nur, wenn du hier wirklich Belastungen rausnimmst, wenn du Verantwortung auch abgibst. Wenn wir jetzt mal schauen, hier möchte etwas gemeistert werden, kann das für den einen oder anderen auch bedeuten, okay, hier ist eine neue Position, vielleicht eine führende Position, weil du hier eine führende Person bist. Aber letztendlich ist der Ausgleich und die Entspannung nur dann da, wenn du auch Verantwortung abgibst. Sonst kannst du das Glück nämlich gar nicht genießen. Ja, also Stress rausnehmen, Last von den Schultern nehmen. Und dann haben wir hier auch das Geben und Nehmen auch in Liebesangelegenheiten. Ja, mach dir nicht so viel Stress. Versuch nicht in irgendeiner Angelegenheit die Kontrolle zu behalten. Letztendlich im Zwischenmenschlichen geht es auch darum, ein bisschen Freiraum zu lassen. Ja. Was bekommen wir noch für den Steinbock im September, das Universum? Oh, was hat sich denn hier auf den Kopf gedreht? Der Bube der Kelche. Ja, also, das ist hier schon so eine Energie von, es ist ein bisschen in Fantasiewelt leben, ja. Könntest Gefahr laufen, hier Zeichen zu übersehen, die dich auf deinem Weg begleiten. Wie gesagt, es ist alles so ein bisschen im Nebel noch. Vielleicht musst du dir auch mal deine Äuglein reiben, um die Realität jetzt auch wirklich zu erkennen. Ja, die rosarote Brille absetzen und eine richtige Brille aufsetzen, wirklich einen klaren Durchblick zu haben, damit einfach hier nicht irgendwie die Angebote, die du selbst rausgibst, zu vage sind und du dir damit dein Glück womöglicherweise selbst ruinierst. Ja, sei es jetzt beruflich oder liebestechnischer Natur, völlig irrelevant. Es gilt ja, etwas zu lernen, etwas zu meistern. Und ganz oft sind wir dann selbst auch unser, ja, nicht nur ganz oft, das ist immer so, wir sind unser eigenen Glücksschmied. Und wir können aber auch ganz viel selbst unser eigenes Glück uns versauen. Ja, also nicht selbst täuschen lassen, hier wirklich mal einen klaren Blick auch riskieren, auch wenn alles noch so ein bisschen im Nebel ist. Vielleicht liegt es an der rosaroten Brille, dass alles im Nebel ist. Wir wissen es nicht. Die 6 der Schwerter. Hier geht's raus aus unruhigem Fahrwasser auf zu neuen Horizonten, zu neuen, ja, vor allen Dingen auch wieder zurück in die mentale Kraft. Die mentale Kraft scheint hier auch ein bisschen gelitten zu haben aufgrund der Belastungen, die wir hier sehen. Und die 6 der Schwerter ist immer so eine Veränderung, wo halt einfach auch Widrigkeiten überwunden werden. Ne? Hier wird die Vergangenheit losgelöst und hier kündigt sich auch ein neuer Anfang an. Ne? Und dementsprechend ist es wichtig, hier wirklich auch die eigenen Gedanken so ein bisschen in Watte zu packen, um sich eben nicht selbst zu manipulieren. Ja. Und was hat sich hier noch umgedreht? Der Bube der Münzen. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, hier gibt es kindliche, naive Energien, zeigen sich hier, möchten gerne rausgenommen werden. Der Bube der Münzen auf dem Kopf ist auch so eine unreife, flatterhafte Energie. Ja, letztendlich, du bewegst dich ja erst aus diesem Fahrwasser hinaus im September. Ja. Reisen, persönliche Reisen, Reisenweiterentwicklung, Reisen in Sachen Weiterentwicklung, die gehen nicht von heute auf morgen. Sei dir aber bewusst, dass du hier bereits auf dem Weg bist. Wenn auch langsam, aber du bist auf dem Weg. Ja? Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Tempo und das sollte sich auch jeder dementsprechend bewahren, die Wege so gehen zu wollen, wie sie gegangen werden können. Und wie gesagt, wenn so Dinge noch so ein bisschen unsichtbar sind, wenn Nebel um dich herum ist, dann geh lieber vorsichtiger, aber geh in deinem eigenen Tempo. Es gibt auch Leute, die rasen, ja. Hast 10 Meter Sichtweise weiter im Nebel, die rasen mit 120 über die Bundesstraße. Das ist dein persönliches Risiko, ne? Auch das ist unreif, auch das ist sehr naiv, natürlich. Aber du musst jetzt auch nicht mit 10 km/h durch die Weltgeschichte schleichen, sondern kannst dein eigenes Tempo bestimmen. Also eine unreife Energie möchte rausgehen. Wir haben hier Anziehung, wir haben hier das Thema Liebe, Verschmelzung, Dualität. Im Außen, in beiden Energien, wir haben die Seelenverwandtschaft, wir haben die wichtige Begegnung hier. Es gilt für die Liebe sowie auch für das Berufliche,
Hier möchte Entspannung reinkommen, aber dafür müssen einfach Belastungen rausgehen. Und letztendlich ist es so, isolier dich nicht aus dem Leben, sondern bleibe im Leben. Ja, gerade viele Menschen können das wunderbar, wenn Probleme auftauchen, sich ja zurückziehen und verlieren dementsprechend auch in gewisser Weise den Anschluss zu anderen Menschen. Und um das zu vermeiden, ist es wirklich wichtig, auch Spaß zu haben, weil letztendlich Positives wiegt Negatives auf. Okay, so, dann ziehen wir nochmal eine Orakelkarte als Zusatzinfo hier für den Steinbock im September. Was haben wir hier? Jungfrau, Neumond, ja, unabhängig jetzt vom Zeitfaktor. Zeit der Selbstreflexion, durch die innere Reinigungsarbeit schaffst du Raum für realistische Vorstellungen und kannst somit dein Potenzial voll ausschöpfen, ohne bestimmten Idealvorstellungen nachzujagen. Ja, ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss hier für den Steinbock im September. Begib dich auf deine Reise, der Nebel wird sich lichten, am Ende des Monats ist wahrscheinlich alles klar, ja. Und vielleicht ist der Nebel einfach auch nur dir selbst geschuldet, weil einfach hier, ja, Wege in der Vergangenheit nicht so gegangen wurden, wie sie hätten gegangen werden können, ja. Denk dran, du schmiedest dein eigenes Glück und du möchtest jetzt auf jeden Fall etwas ändern und ins Glück gehen. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Fürs Liken, Kommentieren und vielleicht auch fürs Abonnieren. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Legung. Ich wünsche euch einen schönen September.